Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, Wrath of Winter. Ja, nachdem wir jetzt die Finsterwehr erobert haben, erstmal den Runenstein austauschen, das hatte ich nämlich noch vergessen. Die beiden können wir auch mal umswitchen, macht nämlich mehr Sinn. Ihr Zeug müsste ganz hinten sein, genau. Ja, so einfach auch wieder geben. Gut. Nachdem wir die Finsterwehr jetzt hinter uns gebracht haben, sind wir erstmal nach Tilgarnach zurück und uns neu ausrüsten. Also ja, gucken, was wir so an Runen hätten. Interessant, dass wir die nicht nutzen können. Also ja, verkaufen werde ich sie nicht. Ich sollte auch bei mir gucken, nicht bei einem meiner Leute. ja. Die können wir noch nicht nutzen, die wäre 21. Das wäre nämlich die nächsthöhere Stufe. Wir haben jetzt gerade 12 da drin. Aber wegen einer Stufe, wir kriegen wahrscheinlich bald auch die 14er. Von daher ist das jetzt egal. Wenn, dann müssen wir uns, glaube ich, die 15er kaufen, weil scheinbar die Ungeraden müssen wir uns kaufen. Die Geraden scheint es so zu geben. In Ton. Also ja, zu dir wollte ich gar nicht. Zu dir auch nicht. Es gibt ja eine Händlerin hier. Unten irgendwo, glaube ich. Oder war es sie hier? Verkauft Heldenhuhn. Mal gucken, ob wir da was Nützliches für uns finden. Wir haben ja immerhin fast 200 Goldmützen, auch wenn das meiste in Silber ist. Nein, du warst es nicht. Okay. Warst du es direkt bei Flink? Nein, du hast die du hast mich getrollt. Ja. Oh, was ist mit dir? Nein. Dann warst du es wahrscheinlich, weil ich weiß, sie war doch hier irgendwo hier unten. Nee. Oder ich mich gerade total. Was ist mit dir? Ja, du. Gucken wir mal. Schützenrune brauchen wir nicht. Kriegerrune. Das ist eine Schützenrune 19, aber wir haben Kira, die ist genauso gut, so wenn nicht sogar besser. Krieger oder. Ja, Priesterrune haben wir auch schon eine bessere. Das heißt, das Einzige, was hier wirklich was bringen würde, wäre Vlad. Und vielleicht noch Siope. Die zwei Runen. Aber ansonsten nicht wirklich was. So, hier verkaufen wir. Also ja, wir haben hier für Stufe 20 Priesterin Nova. So. Zauber können wir auch alle verkaufen. Zurück haben die Händler jetzt Belfast und endlich Geld. Ringselber können wir auch verkaufen ein paar. Geschärfte Orgdolche. Von denen ein paar. Von denen ein paar. Paar dunkle Lederhosen oder alte Lederbeinlinge.
alte Lederhelme, weil da ist noch einer. So. Gut. Ein bisschen mehr Geld gemacht. Elone steht immer noch hier herum. Nun seid ihr... Ja. Dann mal gucken, was hat uns so maskiert hat zu dem... genau, zu dem Prinzeps zu sagen. Ah, Ione ist zurück. Dieses Metallteil könnte euch auch interessieren. Ein eiserner Anführer, ein Prinzeps. Seltenes Gut. Diese Monstren waren die Generäle der eisernen Horden. Seine Vernichtungskraft ist unschlagbar. Findet die anderen Teile. Es müssten noch drei weitere sein und einen Runenstein. Dann erhaltet ihr einen Kämpfer, wie es keinen zweiten gibt. Ja, so viele, wie wir in Order of Dawn umgebracht haben, übertreibt er vielleicht ein bisschen. Ja, sammelt die restlichen drei Teile des Prinzeps und bringt sie mit einem Runenstein zum Maskieren. Vier Teile sind notwendig, um den eisernen Prinzeps zu fertigen. Sammelt diese und einen weiteren freien Runenstein und bringt dies zu alles zum Maskierten. Dann wird er den mächtigsten Krieger der Eisernen unter eurem Befehl stellen. Gut, den mächtigsten Krieger der Eisernen... Ah, stimmt auch noch nicht ganz. Wobei die anderen waren ja eigentlich alles Prinzeps-Typen, die wir da besiegt haben. So, hier haben wir gerade nichts mehr, was wir machen können. Das heißt, ich will erst einmal in den... Ja, könnte etwas eng werden, aber sollte gehen mit der kleinen Truppe, die wir an Helden haben. Mehr nämlich in den Frostmarschen mal meinen letzten Seelenstein wiederholen. Einfach so, weil ich es kann und weil ich sehen will, was passiert. Ich glaube, ich habe nämlich in den Frostmarschen damals nicht mehr viel gemacht. Und ich meine nicht die Frostmarsche, das war Order of Dawn. Ich meinte Frostfall. Genau, grenzfeste Winterwehr. Brauche ich. Da bin ich am nächsten am Monument. Und selbst hier sieht man noch ziemlich gut alles. Aufgedeckte. Und ja, bei ihnen regeneriert sich das Mana. Sehr schön. Hier kann und muss ich halt immer damit rechnen, dass Gegner aus diesem Tunnel kommen können. Deswegen steht ja meine Armee hier, um sie freundlich zu empfangen. So, dann holen wir uns mal unsere Heroes. Ist jetzt noch nichts von hier, oder? Es hat jetzt aufgehört, jetzt nachdem wir schon wieder zurückgekehrt sind. Aber mal abwarten.
Also ja, hier hoch zum Elfenmonument brauche ich nicht. Da steht eine ganze Armee, für die ich Verstanden. Leider viel zu schwach bin. Verstanden! Aber die paar Dunkel, also Imperialen, die beim Ork-Monument gestanden hatten, die sollte ich eigentlich besiegen können. Ja, das hier ist die Elfengarnison, die komischerweise vom Roten Imperium komplett ignoriert wird. Und ja, da kommen tatsächlich wieder imperiale Truppen. Werden da rausgespuckt. Die Rune Ru, zu Befehl! Wird sofort ausgeführt! So, und jetzt können wir uns nach unten theoretisch... Was wünscht die Rune? Auf dem Weg! In den Sumpf... Unverzüglich! Bauen. Also zu dem Portal. Das wäre Frostfall, Portal nach Miratur. Stehe bereit. Verstanden. Alles klar. Jetzt erstmal kurz ein Stück aufdecken. Die Rune zu Befehl! Weil da ist das Portal nach Schaldun. Zu eurem Befehl! Unverzüglich! Auf dem Weg! Unverzüglich! Die Rune ruft. Zu Befehl! Auf dem Weg! Okay, ich sehe schon mal das Monument. Wir sehen bis jetzt noch keine Gegner. Zu Befehl! Unverzüglich! Zu euren Diensten! Alles klar! Ja, da sind sie. Klingentänzer, Optios. Ja, die sollten wir locker töten können. Hier war mein Trolllager. Die Rune ruft. Zu Befehl! Auf dem Weg! Du machst Heilaura an. Stehe bereit. Verstanden! Auf meinen Befehl. Zur Ehre Aonios! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Vorsicht, Gegner! Empfange den Tod! Die Rune wird befehlt? Sofort ausgeführt! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Was wünscht die Rune? Verstärkt die Deckung! Dann halten, Männer! Sie sind überall! So,
So, ich kann mir auf jeden Fall meinen Seelenstein wiederholen. Die Rune Ruf wird sofort ausgeführt. Oh, die da respawnen schon mal wieder. Okay. Jetzt frage ich mich, ob aus dem Schalldunk-Portal